gezielter einsetzen, um die Obdachlosigkeit zu beseitigen. Die Kommission hat Leitfäden ausgearbeitet, vor allem dafür, wie Mittel aus dem Sozialfonds herangezogen werden sollen, um Armut zu bekämpfen, um die Beschäftigungsfähigkeit zu verbessern, das Einrichten von Ausbildungszentren, Sozialwirtschaftsprojekte. Das alles sind Projekte, die Einzelpersonen zugutekommen, aber auch der gesamten Gemeinschaft. Alles, was an konkreten Maßnahmen im Zuge dieser Debatte erwähnt wurde, wurde von der Kommission schon gemacht, beziehungsweise wurden die Mitgliedstaaten ermutigt, diese Aufgaben zu übernehmen, um die Obdachlosigkeit zu bekämpfen. Zur britischen Dimension dieser Diskussion. Das Vereinigte Königreich hat interessante Erfahrungen bei der Bekämpfung der Obdachlosigkeit gemacht. Housing First-Strategie unter dem Bürgermeister Ken Livingstone. Das hat im Vereinigten Königreich viele Fortschritte ermöglicht und dazu geführt, dass die Obdachlosigkeit deutlich reduziert werden konnte. Dieses britische Modell wurde in unserem Dokument auch ausdrücklich erwähnt. Clark ist nicht richtig informiert gewesen über das, was ich über das Vereinigte Königreich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass das Vereinigte Königreich ein hässliches Land ist. Nein, das habe ich selber nie gesagt. Leider haben einige Zeitungen das geschrieben, was falsch war und auch im falschen Kontext gesagt wurde. Und es stimmt auch nicht, dass die Kommission Massenmigration fördert. Die Kommission möchte sicherstellen, dass der Grundsatz der Freizügigkeit in allen Unionsstaaten respektiert wird. Und das war auch Gegenstand einer Debatte gestern. Und da konnte manches klargestellt werden in dieser oft konfusen Debatte. Die Kommission würde gerne mit den Mitgliedern des Parlaments weiter zusammenarbeiten. Wir würden sie gerne sehen bei Armutsbekämpfungskonferenzen. Wir wissen, dass sie sehr oft unter Zeitdruck stehen, aber es werden viele Konferenzen organisiert, zum Beispiel Konvent gegen Armut und demnächst eine Konferenz zur sozialen Innovation. Bei der Gelegenheit können solche Fragen besprochen werden. Wir arbeiten mit den NGOs zusammen. Wir finanzieren Nichtregierungsorganisationen, die in diesem Bereich aktiv sind und die sich sehr engagiert haben. Wir haben viele innovative Ansätze finanziert, zum Beispiel die Zusammenarbeit der Eisenbahnunternehmen zur Bekämpfung der Armut. Wenn Sie da weitere Informationen benötigen, stellen wir Ihnen diese gern zur Verfügung. Und wir möchten die Armutsbekämpfungsdimension der Strategie Europa 2020 selbstverständlich beibehalten, so wie Frau Perez das wollte. Danke, Herr Andor. Wir haben 5 Entschließungsanträge bekommen. Die Debatte ist somit abgeschlossen. Wir werden um 12 Uhr abstimmen. Und nun kommen wir zur nächsten Debatte, Erklärung der Kommission zur Nichtdiskriminierung im Rahmen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit und der damit verbundenen Rechte. Herr Kommissar Kallas bekommt das Wort. Madam President. Frau Präsidentin, verehrte Abgeordnete. Die Kommission erkennt in vollem Umfang an, dass jeder Mensch ein Recht darauf hat, ein gutes Gesundheitswesen zu nutzen. Trotz des Geleisteten gibt es immer noch Probleme, Ungleichheit und Diskriminierung. Und deswegen werden wir weiter alles dafür tun, um jegliche Form der Ungleichheit und Diskriminierung zu bekämpfen, auch wenn es sich um Ungleichbehandlung auf der Grundlage des Geschlechts und der sexuellen Orientierung handelt. Chancengleichheit spielt auch eine entscheidende Rolle. Die Kommission hat eine Veranstaltung zu diesem Thema letzten Oktober abgehalten und wird auch im März wieder eine Veranstaltung organisieren. Jede
sollte ein gutes Gesundheitswesen nutzen können, egal welchem Geschlecht er angehört, egal wo er wohnt, egal welche sexuelle Neigung er nachgeht. Es darf da keine Diskriminierung geben. Es müssen alle Glaubens jegliche Glaubensfreiheit gewährleistet werden. Das müssen da alle zusammenarbeiten, damit das auch kollektiv funktionieren kann. Die sexuelle und reproduktive Gesundheit gehört natürlich Gesamtüberblicke zu einem gesunden Menschen in einer Gesellschaft und ist insgesamt auch ein Thema für den Bereich Chancengleichheit und Nichtdiskriminierung in der EU und außerhalb der EU. Und da müssen wir einfach besser werden. Zum Beispiel ist es inakzeptabel, dass die Wöchnerinnensterblichkeit immer noch sehr hoch ist, auch wenn sie international gesehen relativ gering ist. Es geht nicht an, dass es weiterhin in der EU und außerhalb der EU Genitalverstümmelung gibt. Es gibt alle möglichen Formen der Gewalt, die Auswirkungen haben auf den Gesundheitszustand der Menschen. Diese Formen werden immer noch über Tradition, Kultur oder anderes gerechtfertigt. Verehrte Abgeordnete, ich möchte wiederholen, die Kommission gehört zu den absoluten Gegnern der Ungleichheit und Diskriminierung in allen Formen. Wir respektieren dabei die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten, die Kompetenz. Die Kommission unterstützt dabei die Regierungen, die sicherstellen wollen, dass die Gesundheitswesen abgestellt werden auf den Bedarf und dass Gleichheit und Fairness immer wieder gefördert werden. Danke. Maintenant la parole au nom des groupes. Im Namen der Fraktionen jetzt Frau Edith Bauer, 2 Minuten. Thank you. With full respect to the Article 168 of the Mit allem Respekt für Artikel 168 des Lissabonner Vertrags bleibt die EVP dabei, dass dieses Thema in dem Bereich der Subsidiarität fehlt und Produktionsgesundheit ist Aufgabe der Mitgliedstaaten. Die Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten sind unterschiedlich, die öffentliche Meinung ist geteilt und auch die Auffassung in diesem Haus. Das ist klar geworden, als das letzte Mal der sogenannte Estrella-Bericht abgelehnt wurde. Wir können keine Lösungen vorschreiben, wir können keine empfehlen, wenn diese profund inakzeptabel sind in einigen Mitgliedstaaten. Was wir können und was wir machen sollten, ist eine Verbesserung der Gesundheitsbetreuung der Schwangeren und der Mütter, um die Bedingungen für die reproduktive Gesundheit zu verbessern. Die Müttersterblichkeit ist in einigen Mitgliedstaaten immer noch sehr hoch. Andererseits zeigt die Statistik, dass 15% aller Paare unfruchtbar sind. Und da besteht noch der Bedarf, sich auszutauschen. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung muss respektiert werden. Das ist einer der Grundwerte der europäischen Gesellschaft. Alle müssen Zugang zu den Gesundheitsbetreuungsdiensten haben. Gewalt gegen Frauen muss bekämpft werden, denn sie kann dazu führen, dass die sexuelle und reproduktive Gesundheit geschädigt wird. Davon abgesehen ist das eine Verletzung der menschlichen Würde. Wir müssen gegen die Gewalt gegen Wir müssen gegen die Genitalverstümmelung vorgehen und es geht nicht an, wenn die Opfer stigmatisiert werden. Schönen Dank. Bevor ich Frau Garcia Perez das Wort erteile, möchte ich alle Besucher begrüßen, insbesondere die Frauengruppe, die im Bereich der Familienplanung arbeitet und die interessieren sich bestimmt ganz besonders für das Thema. Frau Garcia Perez, eine
einige wollten diese Diskussion vermeiden hier. Einige sagten, die EU ist nicht zuständig, über eine solche wesentliche Frage zu sprechen. Aber es geht um Würde und Freiheit der Frauen. Und das betrifft die EU. Europa kann nicht untätig bleiben, während die Regierung von Herrn Rajoy in Spanien jahrzehntelange Kämpfe der Frauen zunichte macht für Freiheit und Würde. In Spanien ist es nicht erforderlich, das Gesetz zu ändern, es sei denn, man will einen Bereich der Gesellschaft oder die Meinung eines Teils der Gesellschaft dem anderen Teil auferlegen. Das, was die Volkspartei will, sagt, dass jede Frau Mutter werden muss, selbst wenn sie es nicht möchte. Und wenn es um den Schutz des ungeborenen Lebens geht, sagen Sie, das ist im Prinzip das Ziel. Aber es gibt viele Kinder, die sehr arm sind heute. Das hat auch damit zu tun, dass die Frauen gezwungen werden, dann die Kinder auszutragen. Und das ist wirklich schandhaft, dass wir in dieser Lage sind. Das neue Gesetz ist wirklich schlecht. Denn die, die Geld haben, gehen in andere Länder, um abzutreiben. Die, die kein Geld haben, müssen aber dann heimlich abtreiben oder werden ohne Willen Mutter sein. Es tut mir wirklich leid. Und die anderen Frauen werden weniger Rechte haben als unsere Mütter. Ich möchte jetzt das Wort an Frau Intveld geben. Monsieur Cashman? Herr Cashman? Oui, c'est très important because ja, das ist ganz wichtig. Die Uhr funktioniert nicht. Also deshalb ist es für uns ganz schwierig, uns an die entsprechende zugewiesene Redezeit zu halten. Ja, schönen Dank, dass Sie daran erinnern. Ja, das stimmt. Es hat Probleme gegeben. Ich versuche aufmerksam zu sein, damit die Diskussion interessant und gut ist. 2 Minuten, Frau Intveld. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Bevor ich zu meinem Hauptpunkt komme, möchte ich sagen, dass ich die spanischen Frauen unterstütze. Sie sind EU-Bürger wie wir alle und haben ein Recht auf Gleichbehandlung. Was die Subsidiarität anbelangt, also glaube ich, dass die EVP hier etwas scheinheilig ist, doppelzüngig. Hier in diesem Hause werden alle möglichen Entschließungen verabschiedet zu allen möglichen Themen, zu denen wir keine Kompetenz haben. Es gibt da einen EVP-Berichterstatter, der mal einen Bericht zum Recht von Zirkustieren angefertigt hat. Also das geht anscheinend, aber über spanische Frauen dürfen wir nichts sagen. Es gibt eine Allianz für Frauen, eine EVP-Geschichte. Ist das EU-Kompetenz für Sie? Das ist eine Doppelmoral, die Sie an den Tag legen. Die Kommission hat es zu Recht gesagt, reproduktive Gesundheit, das gehört zu unserem nationalen Gesundheitssystem. Ich glaube, das fehlt an diesem Thema in der EU-Gesetzgebung. Über Alzheimer, über Fettleibigkeit und Darmkrebs können wir sprechen, aber nicht über Dinge, die uns jeden Tag betreffen. Die spanische Regierung, muss ich fragen, ist das jetzt das dringendste Problem, das Sie heute angehen müssen? Haben Sie nichts Besseres zu tun? Und stimmt es, dass spanische Frauen stärker abgetrieben haben, weil es legal war? Sie sollten sich mal anschauen, da wo die Abtreibung legal ist, gehen die Abtreibungsraten zurück. Und wenn Sie der Ansicht sind, dass die Frauen was zu entscheiden haben, weil, was die Familienplanung anbelangt, ja. Ich meine, Sie gehen ja auch davon aus, dass man dass eine Frau ganz Deutschland führen kann oder sonst was in die Hand nehmen können. Also sollten Sie da die Freiheit der Frauen auch unterstützen. Schönen Dank. 1,5 Minuten, Herr Romeva. Herr Kommissar, es geht um ein Grundrecht. Die Kontrareform SRG und Schwangerschaftsabbruch, die Änderung des Gesetzes
ist ein Gesetz gegen die Frauen, ist reaktionär, kommt von den Konservativen und das ist wirklich ein Schlag gegen das Recht der Frauen. Das spanische Recht, wenn es geändert würde, würde deutlich abweichen von den anderen Regeln. Was SRG betrifft und die Frauenrechte, würde die spanischen Frauen ans Ende der Liste stellen. Und das verstößt gegen die Menschenrechte. Das ist ein ideologisches Gesetz. Die Frauen bleiben ohne Rechte. Man denkt, man müsse sie bevormunden. Und das Ganze wird unterstützt mit dem Argument, man muss das ungeborene Leben schützen. Aber die hohen, wohlhabenden Klassen werden das Leben dann einfacher haben, weil sie ins Ausland gehen können. Die anderen müssen im Land bleiben und heimlich abtreiben. Das ist ein unnötiges Gesetz und auch nicht angepasst. Ein Klassengesetz, anachronistisch, unvorsichtig und und ich denke, es ist wirklich erforderlich, so schnell wie möglich dagegen einzuschreiten. Schönen Dank, Herr Romeva. Jetzt Herr Legutko, 1,5 Minuten. Thank you. Vielen Dank. Nach diesem scheußlichen Dokument, Estrella-Bericht, ist die Linke mit einer neuen Offensive gekommen. Das Konzept der reproduktiven Rechte ist absurd. Das hat nichts mit den mit Biologie zu tun. Es gibt moralisch zweifelhafte Praktiken. Das haben die Linken in der Vergangenheit betrieben. Es ist alarmierend, die reproduktiven Rechte geltend zu machen und damit das Gewissen der Menschen in Frage zu stellen. Die Rechte der Ärzte, der Priester, der normalen Leute wurden eingeschränkt. Sie werden gezwungen, etwas zu tun, was moralisch falsch ist. Und das ist ein Skandal, der völlig inakzeptabel ist. Wenn das die Richtung ist, in die die Europäische Union gehen möchte, dann muss ich sagen, dann stehen wir unmittelbar vor einer Katastrophe. Dankeschön. Eine blaue Karte von Frau Estrella. Akzeptieren Sie das? Frau Estrella, bitte. Ja, das ist die Idee. Schönen Dank, Frau Präsidentin. Ich habe eine Frage an den Kollegen. Haben Sie meinen Bericht wirklich gelesen? Zweitens, wie ist es mit der Verhütung? Und dann drittens, haben wir keine Zeit mehr, die Frauenrechte einzuhalten? Herr Legutko, bitte. Yes, I have read the report. Ja, ich habe Ihren Bericht gelesen und ich kann wiederholen, es ist ein scheußliches Dokument. Merci. L'incident est clos et la parole. Danke, erledigt. Herr Gustafsson hat das Wort. 1,5 Minuten, bitte. Ja, sexuelle und reproduktive Gesundheitsbetreuung sind Grundrechte, sind Menschenrechte. Es geht darum, Recht über seinen eigenen Körper zu haben, Anspruch auf Ausbildung in diesem Bereich. Die Frauen sollen selbst die Kontrolle über ihre Sexualität haben und über ihre Reproduktivität. Sie sollen selbst entscheiden, ob sie abtreiben wollen oder nicht. Und in Spanien hat man nun diese Grundsätze verletzt. Ja, das ist, da sagt man, das ist eine Frage der Subsidiarität. Natürlich, das spanische Volk kann selbst entscheiden. Aber ich als Politiker bin verpflichtet zu sagen, dass Menschenrechte verletzt wurden. Wenn Menschenrechte verletzt werden, muss ich als Politiker handeln und ich muss das ansprechen. Das würde in Schweden genauso gelten wie in Spanien. Ich als Politiker muss mich einsetzen für die Rechte der spanischen Frauen auf ihren eigenen Körper. Ich muss mich solidarisch zeigen mit den spanischen Frauen. Das ist auch eine symbolische Frage.
Frage, die relevant ist für alle Frauen auf der Welt. Alle Frauen haben Anspruch auf Sexualität und reproduktive Gesundheit und deshalb sind wir solidarisch mit den spanischen Frauen. Vielen Dank, Herr Gustafsson. Herr Baxas, bitte. Schönen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kollegen. Es ist noch gar nicht so lange her. Am 10. Dezember 2013 hat das Parlament abgestimmt über den Estrela-Bericht. Im Namen der EFD-Fraktion habe ich einen anderen Entwurf vorgelegt. Da habe ich seinerzeit gesagt, das Elternrecht ist, die Kinder zu erziehen gemäß eigener Rechte, Religion, Überzeugung und so weiter, ohne Einmischung irgendwelcher Regierungen bei der Kindererziehung. Und ich war eigentlich froh, dass der Estrela-Bericht abgelehnt wurde seinerzeit und die Mehrheit der Abgeordneten einem Entschließungsantrag zugestimmt haben. Obwohl das abgelehnt wurde, werden heute Versuche unternommen, eine verschönerte Fassung zur Verabschiedung zu bringen im Zusammenhang der Nichtdiskriminierung im Rahmen der sexuellen und reproduktiven Gesundheit, SRG. Respektieren Sie bitte die Parlamentsposition. Gibt es eine Nachfrage von Frau Intveld? Akzeptieren Sie das? Thank you, Chair. I would like to... Danke, Frau Präsidentin. Ich möchte das mal verstehen. Der Kollege Paxas sagt, dass die Rechte der Eltern, ihre Kinder zu erziehen, nach der eigenen Überzeugung, diese Rechte werden jetzt eingeschränkt. Ich hätte ganz gerne gewusst, inwieweit das der Fall ist, wenn man Frauen doch hier die Wahlfreiheit geben will. Niemand wird doch gezwungen abzutreiben. Niemand wird gezwungen, bestimmte Methoden der Familienplanung einzusetzen. Inwieweit werden denn dann Elternrechte hier eingeschränkt, wenn man Frauen mehr Möglichkeiten gibt, frei zu entscheiden? Herr Paxas, ich bin so froh, dass ich aus einem Land komme, wo die Abtreibung sicher und legal ist und dass Leute wie Sie nicht über mein Leben und meinen Körper zu entscheiden haben. Monsieur Paxas. Herr Paxas, bitte. Ja, ich bin froh, dass Sie aus einem Land kommen, das Ihnen gefällt. Ich habe ja vom 10. Dezember gesprochen, als ich begann zu reden. Und da habe ich ja mich gegen den Estrela-Bericht ausgesprochen. Da ging es darum, dass eben staatliche Institutionen sich einmischen bei der Erziehung von Kindern. Präsidentin, Moment, Frau Sinclair. Antrag zur Geschäftsordnung. Vous avez une motion d'ordre? Dites-nous. Thank you, Madam President. It is a procedure. Danke. Ja, zur Geschäftsordnung. Die Konferenz der Präsidenten hat klargestellt, wenn man auf der Rednerliste ist, dann kann man keine blaue Karte bekommen. Frau Infeld war ja auf der Rednerliste und hat die blaue Karte bekommen. Können Sie mir das erklären? Je pense que c'est une interprétation qu'on peut donner, mais ce n'est pas la. Ja, das ist eine Interpretation. Das ist keine Regel. Frau Infeld hatte das Recht, die blaue Karte zu zeigen. Herr Stadler, bitte. Und wenn Sie eine Karte zeigen wollen, dann bitte. Ja, Frau Präsidentin, dann werde ich jetzt auch laufend blaue Karten bringen, dass Sie gleich sehen, dass Sie bitte in meine Richtung schauen. Die Frau Infeld hat der EPP vorgeworfen, das sei Heuchelei. Was ist das für eine Heuchelei, wenn man einen Tagesordnungspunkt verlangt, Nichtdiskriminierung der sexuellen Rechte und reproduktiven Gesundheit und in Wahrheit eine Kampagne gegen die spanische Regierung hier abführen möchte? Ist das nicht Heuchelei? Was ist das für eine Heuchelei, wenn man sagt, die Armutsbekämpfung in Spanien sei das der Grund für Abtreibung? Anstatt den Frauen Hilfe anzubieten, bietet man ihnen Abtreibung an. Ist das nicht Heuchelei? Was ist das für eine Form der Heuchelei, wenn man hier eine Debatte haben möchte, die Kommission vor den Zug spannen möchte, in Wirklichkeit aber nur die Niederlage, die zweimalige Niederlage beim Estrela-Bericht bei diesen Skandalösen ausmerzen möchte? Ist das nicht Heuchelei? Es ist mindestens so heuchlerisch, wenn Sie der EPP eine Heuchelei vorwerfen. Ich verlange, dass das Grundrecht auf Leben in erster Linie geschützt wird. Das schützenswerte Grundrecht auf Leben, das ist das fundamentalste Grundrecht. Wenn Sie von Grundrechten reden, dann reden Sie zunächst vom Grundrecht auf Leben, von jenem Wesen, das sich nicht wehren kann, vom ungeborenen Bürger. Das ist das fundamentale Grundrecht, das sollten Sie sehen. Monsieur Stadler, la parole est à Madame Morin-Chartier pour deux. Ja, danke, Herr Stadler. Frau Morin-Chartier, zwei Minuten. Vielen Dank, Frau Präsidentin.
Ich möchte mich zunächst beim Kommissar bedanken. Er hat die Debatte richtig aufgestellt, auch wenn wir uns jetzt davon etwas entfernen. Das Recht auf Gesundheit ist ein Grundrecht, das muss allen zugänglich sein. Und Europa kann sich selbst wirklich das in die Fahne schreiben, dass es das geschafft hat, das hochzuhalten, egal, und gleichzeitig auch Glaubensfreiheit, wobei wir natürlich auch gleichzeitig gegen Genitalverstümmelung vorgehen müssen. Man sollte nichts überzeichnen hier. Es gibt ja nicht die Bösen und die Guten. Das gilt auch für die Fraktionen. Man sollte wirklich nichts überzeichnen. In Frankreich ist es so, dass wir seit 38 Jahren die sogenannten Weil-Gesetze haben, die ein Gleichgewicht vorsehen zwischen dem Recht auf Leben und dem Recht der Frauen auf Gesundheit. Sie war eine hervorragende Gesundheitsministerin. Sie war selbst Präsidentin dieses Parlaments, eine EVP-Präsidentin. Und ich wundere mich, dass wir jetzt 38 Jahre später plötzlich solche Verhalten an den Tag legen, solche Meinungsverschiedenheiten haben, wo es doch ausgewogene Texte gibt, auf die man sich einigen könnte. Jedenfalls ist das das, was ich mir wünsche, Frau Präsidentin. Herr Van Dalen, Sie haben etwas zur Geschäftsordnung? Ja, ich appelliere an Sie als Vorsitzende, und an die guten Gepflogenheiten hier im Saal. Wir sollen hier keine Pamphlete verbreiten. Ich sehe hier da einige Pamphlete und das ist doch eigentlich nicht üblich. Finden Sie das akzeptabel? Sollten Sie nicht verlangen, dass diese Pamphlete weggenommen werden? Vielen Dank. Ich glaube nicht, dass das die Debatte stört und ich schlage vor, dass wir heiter und gelassen weitermachen. Frau Gummer, vielen Dank, Herr Kommissar, liebe Kollegen. Ich bedanke mich für die Thematisierung der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Das sind Rechtsansprüche und das ist ein wichtiges Anliegen, das einen europäischen Ansatz rechtfertigt. Ich kann es nicht akzeptieren, dass einige Frauen benachteiligt werden, weil sie in einer bestimmten Region leben oder weil sie sozial benachteiligt sind. Ich kann nicht akzeptieren, dass man ihnen im 21. Jahrhundert den Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit verweigert, inklusive Abtreibung wie in Spanien. Die Europäische Union muss die Rechte der Frauen verteidigen, ihr Recht selbst zu entscheiden, ob sie abtreiben möchten, ob sie die Pille danach nehmen wollen, ob sie generell Verhütung betreiben wollen. Das alles muss erreichbar sein für die Frauen und für die Männer. Es geht hier nicht nur um eine Gesundheitsfrage, es geht auch um die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen. Wenn man sagt Abtreibungsrecht, dann heißt das, dass man die Uhr nicht zurückdrehen darf. Die Rechte bestehen seit vielen Jahrzehnten und mein Körper bleibt mein Recht. Frau Bilbao-Barandica, eine Minute 30 Sekunden. Schönen Dank, Frau Präsidentin. Die sexuelle und reproduktive Gesundheit, SRG, ist ein Grundrecht und ist Teil des europäischen Sozialmodells. Es geht ums Recht auf die Gesundheit, um Demokratie und um Respekt. Man kann nicht zu den Zeiten zurückkehren, wo ein Teil der religiösen Überzeugung den anderen Rechte auferlegt. Spanien möchte Grundrechte der Frauen jetzt abschaffen, die Freiheit wann und wie man Mutter werden möchte durch eine Änderung des Abtreibungsgesetzes. Man bevormundet Frauen und viele Frauen, die kein Geld haben, werden geheime Abtreibungen durchführen lassen müssen. Das führt zu großen Problemen. Das löst aber das neue Gesetz keine Probleme, sondern schafft die Probleme, die wir dachten, dass wir sie überstanden hätten. Spanien verlässt damit den Freiheits- und Demokratieraum Europas. Wir bitten die europäischen Institutionen, so wie man auch versucht, dem Edela-Richt das anzustreben, eine einheitliche Vorschrift vorzusehen, damit die Frauen ein Recht auf
auf Gesundheit und Freiheit zu entscheiden haben, damit jeder sich individuell entwickeln kann im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit. Schönen Dank. Akzeptieren Sie eine blaue Karte von Herrn Vidal Cuadras? Bitte sehr. Schönen Dank. Ja, Frau Bilbao, ich will nicht polemisch werden. Ein Teil Ihrer Wortmeldung könnte von mir auch unterstützt werden, aber mir geht es um Klarstellung. Zwei Fragen hätte ich an Sie. Glauben Sie, dass korrekte Abtreibungsrechtsvorschriften nicht ein Ausgleich zwischen den Rechten der schwangeren Frau suchen sollte und dem ungeborenen Leben? Zweite Frage. Sind Sie der Meinung, dass die europäischen Regierungen aktiver öffentliche Politiken, Bildungs-, Sozial-, Gesundheitspolitiken fördern sollten, damit die schwangeren Frauen, die in schwierigen Situationen sind, die aber das Kind austragen möchten, das auch tun können? Frau Bilbao, bitte sehr, Antwort Ihrerseits. Schönen Dank für Ihre Ausführungen. Was wir wollen, und das habe ich ja auch in meinem Vorschlag gesagt, ist, dass die Frauen eine frei entscheiden können möchten, wann und wie wir Kinder bekommen möchten. Und ich bin der Meinung, dass Europa klar diese Freiheit der Frauen gesetzlich regeln sollte. Denn diese Freiheit der Frauen ist ein besserer Schutz auch für die Kinder. Und für all die Personen, die in einer ganz besonderen, schwierigen Situation sind, da haben wir hier und anderswo immer angemessene Maßnahmen vertreten, damit jeder frei über seine Zukunft entscheiden kann. Aber die Freiheit der Frauen ist wichtig. Es geht. Vielen Dank, sagt die Frau Präsidentin. Frau Bilbao. Und das Ganze ist wirklich ein Rückschritt, dieses Gesetz in Spanien. Schönen Dank. Frau Irazabalbeitia. Herr, eine Minute. Frau Präsidentin, sehr verehrter Kommissar, ich freue, dass dieses Thema einmal mehr hier behandelt wird. Das finde ich angemessen. Es geht um ein Grundrecht, das Recht der Frauen auswählen zu dürfen, wann sie Mutter werden und wie sie sich fortpflanzen. Die Union muss das unterstützen. Die Diskussion kommt zur rechten Zeit, denn in Spanien scheint man eben den Frauen das Recht abzusprechen. Das neue Abtreibungsgesetz wird ein Rückschritt sein bei den Rechten der Frau, aber auch was die Gleichberechtigung betrifft. Es gibt keine Gleichberechtigung, wenn die Frau nicht entscheiden kann, ob sie ein Kind haben möchte oder nicht. Eine gemeinsame europäische Politik in diesem Bereich, die gewährleistet, dass allen Frauen die gleichen Rechte eingeräumt werden, ist erforderlich. Schönen Dank, Herr Van Dalen. Eine Minute. Frau Präsidentin, zunächst zur Geschäftsordnung. Ich wiederhole das, was ich eben gesagt habe. Die Art und Weise, wie Sie das jetzt hier möglich machen, dass hier irgendwelche Pamphlete gezeigt werden, das gegen die Ehre des Hauses. Die Konferenz der Präsidenten sollte wirklich eine ganz klare Linie ziehen. Manchmal ist sowas erlaubt, manchmal ist sowas nicht erlaubt. Diese Politik ist einfach unklar. Sie sollten das jetzt nochmal wirklich zurücknehmen, was Sie gesagt haben. Frau Präsidentin, das Leben muss geschützt werden. Nach der Geburt, aber auch vor der Geburt. Und ich weiß, Schwangerschaften können schwierig sein. Sie können Gefahren mit sich bringen. Ich habe das selbst auch in nächster Nähe erfahren. Und es ist gut, wenn es da Freunde gibt und Verwandte, die helfen. Im Dezember haben wir den Estrela-Bericht behandelt und eine Mehrheit hat gesagt, nein, Brüssel sollte sich darum nicht kümmern, das ist Angelegenheit der Mitgliedstaaten. Ich möchte also den spanischen Abgeordneten in Madrid viel Glück wünschen. Sie sollten sich für das Leben entscheiden. Das tue ich aus der Überzeugung, dass das Leben ein Geschenk ist und Schutz verdient. Carte bleue de Monsieur. Es gibt eine blaue Karte von Herrn Romeva. Nehmen Sie das an? Dear colleague,
I see you're very worried about. Verehrter Kollege, ich sehe, dass Sie sich Sorgen machen, weil wir diese Schilder hochhalten. Wie sieht es denn mit den Flaggen aus, die hinter Ihnen stehen? Merci, attendez, Monsieur Vandal, attendez. Herr Vandal, es gibt noch eine zweite Frage an Sie von Frau Jiménez. Dann können Sie reagieren, Frau Jiménez. Schönen Dank, Frau Präsidentin. Also ich verstehe diese Regel mit der blauen Karte nicht wirklich. Ich dachte, die, die schon gesprochen haben, dürften die diesen Antrag nicht stellen. Aber ich hatte eine Karte hochgehalten, um Herrn Irazabal-Beitia etwas zu fragen, wenn es möglich ist. Geht das? Bien, attendez, dans l'ordre, je vais d'abord demander. Also jetzt mal der Reihenfolge nach. Zunächst einmal wird Herr Vandal die Möglichkeit bekommen, auf die Frage zu reagieren, die an ihn gerichtet war. Ja, ich möchte mich hier bei dem grünen Kollegen bedanken für die Frage. Das ist eine komplette Unterstützung des Punktes zur Geschäftsordnung, den ich ansprach. Was diese Flagge anbelangt, haben wir die gleiche Unsicherheit. Also die Konferenz der Fraktionsvorsitzenden sollte darüber nachdenken, wie diese Dinge hier zum Ausdruck bringen, gebracht werden können, über Pamphlete oder über Flaggen. Also das muss wirklich nochmal genau besprochen werden in der Konferenz der Präsidenten. Denn da herrscht allzu viel Verwirrung. Manchmal ist das zugelassen, manchmal nicht. Na, wir können auch die Flaggen gleich vom Tisch nehmen, gleichzeitig mit den Pamphleten. Dankeschön. Maintenant la parole. Vielen Dank. Ich möchte jetzt fragen, ob Sie die Frage akzeptieren. Wollten Sie antworten? Sie haben hier eine Frage. Bitte stellen Sie die Frage und dann werden Sie versuchen zu antworten. Ja, die Frage ist ganz kurz. Könnten Sie mir bitte sagen, welche Vorstellungen Sie haben vom Recht auf Leben? Herr Irazabal-Beitia, naja, das Recht auf Leben ist ein Grundrecht aller Menschen. Also das ist ein Grundrecht, das respektiere ich, das vertrete ich und ich denke, Sie brauchen mich hier nicht fragen in diesem Zusammenhang. Merci. Pour le reste, attendez, oui, je vous donne. Ja, Sie bekommen das Wort zur Geschäftsordnung. Ich möchte aber jetzt gleich im Voraus eins sagen. Es ist nicht unmöglich, dass jemand, der schon das Wort hatte, eine blaue Karte zeigen darf. Bitte respektieren Sie die Redezeit, denn sie ist knapp. Bitte, Sie haben sich gemeldet. Frau Präsidentin, der Kollege Romeva hat gesagt, die Pamphlete, die hier präsentiert werden, mir ist es egal, Sie können noch 20 Pamphlete bringen, das beeindruckt mich nicht. Aber ich verwahre mich dagegen, dass Sie Ihre miserablen Pamphlete mit meinem Hoheitsabzeichen meines Landes, das gesetzlich, verfassungsgesetzlich geschützt ist, gleichsetzen. Dieses Hoheitsabzeichen steht dort vorne, steht für die nationale Souveränität meines Landes und ich verwahre mich dagegen, dass Sie Ihre dreckigen Pamphlete mit meiner Flagge meines Landes gleichsetzen. Ja, merci, nous en prenons bonne note. Vielen Dank, das nehmen wir zur Kenntnis. Herr Mayer, eine Minute, 30 Sekunden. Bitte beruhigen Sie sich. Ja, schönen Dank, Frau Präsidentin. Ja, das fundamentalistische Patriarchat, superkatholisch der Regierung in Spanien, möchte wirklich einen Rückschritt in Gang setzen. Also mehr als 30 Jahre gehen wir durch diesen Gesetzesvorschlag zurück. Dieses ultrakatholische Patriarchat finden wir auch hier, aber es ist immer inakzeptabel, auch hier. Also man kann nicht akzeptieren, dass Herr Legutko sagt, dass der Estrela-Bericht widerlich war. Das geht wirklich nicht. Das ist faschistisch, ultra-rechts. Und dieser Gesetzesentwurf in Spanien ist auch reaktionär. Da kann man auch etwas natürlich zu sagen. Es gibt auch Anhänger hier. Und ich möchte wirklich alle bitten, die Erklärung zu unterschreiben gegen diesen Rückschritt. Seit Montag gibt es die Erklärung und 179 Unterschriften gab es schon bis gestern. Und ich denke, die Reaktion auf diesen Rückschritt
muss eine einheitliche Reaktion sein sämtlicher Fraktionen, die das Recht auf sexuelle und reproduktive Gesundheit vertreten und das Recht der Frauen unterstützen. Und das ist eine Flagge, das ist kein Pamphlet. Wir entscheiden, steht hier drauf. Herr Szymanski, bitte. Monsieur Szymanski. Herr Szymanski, Sie haben das Wort. La parole pour une minute. Eine Minute. I nie ma jednej strony tego medalu. Nie ma jednej wartości. Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt hier kein absolutes Recht der Frauen. Wir müssen auch den Wert des Lebens, des ungeborenen Lebens respektieren. Das ist ein Thema, das in Ruhe diskutiert werden muss. Jeder, der hier ist, ist mal geboren worden, hat mal angefangen als ein paar Zellen, die dann zu einem menschlichen Wesen wurden. Und wir machen uns doch lächerlich, wenn wir das Leben nicht respektieren. Wir sagen, die Mitgliedstaaten schützen das Leben. Na gut, man kann stolz darauf sein, dass man aus einem Land kommt, wo die Abtreibung erlaubt ist. Ich als Pole bin stolz auf unser Recht, dass das Leben von Anfang an schützt und jeder Mitgliedstaat entscheidet selbst. Eine blaue Karte. Frau Sinclair, eine Minute. Danke, Frau Präsidentin. Seit der Estrella-Bericht hier zur Abstimmung gab, habe ich mehr Briefe von irgendwelchen Wählern bekommen als je zuvor. Das ist ein ganz entscheidender politischer Bereich, denn es betrifft alle einzelnen Personen. Als Gesellschaft ist es natürlich auch ein Punkt, wo bestimmte Gruppen besonders schutzbedürftig sind. Es gibt da wirtschaftlich benachteiligte, schlecht informierte, die Frauen, die in Gesellschaften leben, wo Frauen ungleich behandelt werden oder ganz einfach nur als Eigentum betrachtet werden, haben da ein Problem. Ich habe selbst im Grundrechteausschuss solche Situationen kennengelernt. Es gibt wichtige Aussprachen, die geführt werden müssen. Zugang zu Empfängnisverhütung, zum Gesundheitswesen, auch zur Abtreibung. Das sind wichtige Themen. Es ist wichtig zu wissen, dass in einigen Ländern der EU die Zustimmung zum Geschlechtsverkehr schon ab 14 Jahren von Einzelpersonen gegeben werden kann. Und das sind alle aufgerufen, Eltern, Lehrer, auch die Kirche darf hier kein Gegner werden. Es ist wichtig, dass hier keine politische Agenda betrieben wird. Und deswegen kann ich das wirklich nicht unterstützen, weil das nationale Kompetenz ist. Madame Estrella, pour une minute trente. Anderthalb Minuten, Frau Estrella. Nein, Verzeihung. Erstmal Frau Jiménez-Becerril. Zwei Minuten. Ja, man muss anerkennen, dass ich doch mich wundern muss, ob des aggressiven Tons hier. Also wahrscheinlich haben Sie nicht verstanden oder nicht akzeptiert, was am 10. Dezember passiert ist. Formulierung und Anwendung von politischen Maßnahmen im Bereich sexueller, reproduktiven Gesundheit, das ist Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Und die nationalen Parlamente müssen über das Thema sprechen. Und dort muss man eben auch den Widerstand darlegen. Heute versuchen Sie aber, die Spielregeln zu ändern, die wir uns demokratisch gegeben haben. Sie fürchten, einen Kampf nicht zu gewinnen im nationalen Parlament. Und deshalb tragen Sie das hier hin. Die EVP hat das Vertrauen der Bürger mehrheitlich bekommen. Und deshalb können wir auch die Gesetzesänderungen vornehmen, die erforderlich erscheinen. Wichtiger noch, gemäß der Werte, die verteidigt werden. Und dazu gehört das Recht auf Leben. Man kann uns nicht vorwerfen, die Frauenrechte einzuschränken, wenn wir versuchen, das Recht auf Leben in Einklang zu setzen mit der Gesundheit der Frau. Das ist nicht unvereinbar, obwohl Sie das sagen. Wir versuchen wirklich, diese Rechte miteinander in Verbindung zu bringen. Die Volkspartei in Spanien
Großbritannien und in Europa ist gegen Diskriminierung und für die Menschenrechte. Wir werden sämtliche Kommissionsinitiativen in diesem Sinne unterstützen. Sie haben vollmundig von den Frauenrechten gesprochen. Ich bin eine Frau und ich verteidige natürlich auch mein Recht, aber es hat nicht ein einziges Wort gegeben im Zusammenhang mit den Rechten des ungeborenen Lebens. Und da frage ich mich, was wirklich in Ihrem Kopf passiert. Also man muss auch vom Recht des ungeborenen Lebens sprechen. Schönen Dank, Frau Jiménez. Jetzt Frau Estrella, bitte. Ja, schönen Dank, Frau Präsidentin. Ja, eine Klarstellung erst einmal. Das Recht des Europäischen Parlaments hat dazu geführt, dass man gegen meinen Bericht gestimmt hat. Der Estrella-Bericht ist eigentlich gar nicht bis zur Abstimmung gekommen und deshalb ist er auch nicht abgelehnt worden. Also man kann nicht sagen, dass die Position des Parlaments nicht klar gewesen wäre. Ich bin davon überzeugt, dass wenn es nicht diese Verdolmetschungsschwierigkeiten gegeben hätte ins und ins Deutsche, dann wäre wahrscheinlich mein Bericht durchgekommen. Das, was jetzt in Spanien passiert mit dem neuen Gesetz, geht gegen die Frauen. Wir brauchen Solidarität mit den spanischen Frauen. SRG ist keine Traditions- oder Kulturfrage. Das ist ein Grundrecht, eine Frage der Freiheit und der Würde und des Respekts den Frauen gegenüber. Portugal war eines der letzten westeuropäischen Länder, das die Abtreibung 2007 abgestimmt hat. Vorher konnten die reichen Portugiesinnen nach Spanien reisen, um einen Schwangerschaftsabbruch in sicheren Bedingungen vornehmen zu lassen. Die Ärmeren haben heimlich abgetrieben. Wenn diese Änderung durchgeführt wird, dann werden die Spanierinnen nach Portugal kommen werden, um abtreiben zu lassen. Frau Estrella, ich muss Sie unterbrechen. Jetzt bekommt Frau Cornelissen das Wort. Das tut mir leid, blaue Karten. Wir haben noch 12 Leute auf der Liste und dann haben wir auch noch 12 beim spontanen Wortmeldungen. Aber Frau Cornelissen steht auf der Liste. Bitte sehr, eine Minute. Mrs. Chair. Besten Dank. Ich war 6 Jahre alt, als ich zum ersten Mal demonstriert habe. Meine Mutter und ihre Generation haben sich eingesetzt für das Recht auf Abtreibung und sie haben die Autonomie über ihren Körper erreicht. Abtreibungen sind sicher geworden für die Generation meiner Mutter, meiner Generation und ich hoffe, dass es auch bei unseren Töchtern der Fall sein wird. Wir beschäftigen uns mit vielen Fragen und es ist sehr deprimierend, dass man hier so wenig fortschrittsorientiert denkt. Dieses spanische Gesetz ist ein gewaltiger Rückschritt, nicht nur für die spanischen Frauen, sondern ein Rückschritt für den Kampf um Frauenrechte. Das heißt, der Kampf wird nie vorbei sein. Wir müssen immer wieder unsere Rechte schützen und verteidigen. Ich wünschte, dass es nicht notwendig wäre, aber wenn wir müssen, dann werden wir kämpfen. Und ich möchte den spanischen Kolleginnen sagen, dass sie nicht allein sind. Sie haben die Unterstützung aller progressiven Kräfte und auch die Unterstützung der Frauenbewegung. Wir werden alles nur Mögliche tun, um sicherzustellen, dass alle Frauen weiterhin das Recht auf Entscheidung haben werden. Pour une minute, Madame Tomacic. Madame Tomacic, vous avez la parole. Frau Tomacic, bitte sehr, für eine Minute. Sie haben das Wort. Diskriminacija je svevremenski problem za kojega je teško pronaći univerzalne. Ja, es gibt eine Reihe von Problemen bei der Diskriminierung. Das ist schwierig, eine universelle Lösung zu finden. Ich denke, dass alle Bürger gleich sein müssen vor dem Gesetz und wir müssen Menschenrechte respektieren. Aber ich habe doch den Eindruck, dass einige Gruppen gleicher sein möchten als andere. Und das ist natürlich eine völlig falsche Richtung. Diskriminierung ist Diskriminierung, ob negativ oder positiv. Und deshalb ist das einfach unfair. Die Rechte der
der einen können nicht zulasten der Rechte der anderen gehen. Und das ist die einzige Formel, der wir folgen können. Ich muss sagen, dass es mir wirklich sehr leid tut, dass dieses Thema auf der Tagesordnung steht. Ich denke nämlich, dass die Abgeordneten sagten, was sie von diesem Thema halten. Ich befürchte, dass einige politische Kräfte die Demokratie nicht aushalten können, nicht leiden können. Und sie versuchen, Gewalt zu nutzen, um ihre ideologischen Standpunkte durchzubekommen. Wir alle wissen, dass man einen Mann und eine Frau braucht, damit ein Kind entsteht. Wenn eine Frau das alleine tun kann, dann kann sie das auch selbst beschließen. Madame Zuber. Frau Zuber, bitte. Herr Präsident, inadmissível que hoje... Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es ist nicht hinnehmbar, dass diese Grundrechte, diese reproduktiven Rechte so eingeschränkt werden sollten. Es hat 2 Jahrzehnte gedauert, bis man diese Rechte endlich errungen hat. Es hat hier harte, lange Kampagnen gegeben, um das zu erreichen. Und anstatt jetzt in Spanien voranzukommen, macht man dort Rückschritte in diesem Bereich. Das wird vielen Frauen viel Leid bereiten, gerade in den ärmeren Schichten. Die Menschen, die sich so viel Gedanken und Sorgen um die Embryos und Babys machen, machen die Argumentation falsch herum. Wir continuieren. Frau Sinclair. Wenn Abgeordnete aufgrund der Geschäftsordnung das Wort bitten, dann müssen sie das tun und das müssen sie tun. Ich möchte, dass sie diese Debatte aufheben, und denn das ist wirklich eine total chaotische Aussprache. Das ist überhaupt nicht neutral. Sie sind parteiisch. Sie brauchen einen anderen Vorsitzenden der Sitzung. Ah, Madame Morvay. Frau Morvay, 1:30. Grüße. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Mit großem Interesse hörte ich die männlichen linken Kollegen an, wie sie sich so kämpferisch gezeigt haben und dafür eingesetzt haben, dass wir Frauen eine Kontrolle über unseren Körper haben. Also ich wende mich an Sie, liebe männlichen linken Kollegen. Sie sollten bitte auch einen Bericht verfassen über die Verantwortung der Männer. Ich werde diesen Bericht unterstützen. Sie sollten auch Aufklärungskampagnen organisieren für Ihre männlichen Kollegen, wobei Sie den Männern auch erwähnen werden, dass nämlich das Baby nicht vom Storch gebracht wird und selbst ungeplante Kinder nicht vom Storch ins Haus gebracht werden. Nein, die Männer haben die Möglichkeit, es zu verhindern, dass unerwünschte Kinder in die Welt gesetzt werden. Man sollte eine europaweite Kampagne vielleicht in die Wege leiten und erreichen, dass Männer die Frauen unterstützen bei der Familienplanung. Und das Motto könnte vielleicht sein, ein richtiger Mann würde nie eine Frau verschwängern ohne den Willen dieser Frau. Weder in einer Beziehung noch in der Ehe. Und liebe Kollegen, liebe männlichen Abgeordneten, Sie sollten Ihre männlichen Kollegen auch dazu anspornen, dass wenn diese unerwünschte Schwangerschaft doch entstehen sollte, dann, liebe Frau Präsidentin, ich habe 1,5 Minuten, auch wenn meine Meinung Ihnen nicht gefällt, lassen Sie mich bitte zu Ende reden. Also bei unerwünschten Schwangerschaften sollten die Männer auch ihre Verantwortung übernehmen, und sie sollten es ermöglichen, dass, wenn die Frau sich das wünscht, dann soll die Frau das Baby bekommen können, und der Mann soll sich als Vater der Verantwortung stellen. Wenn die Männer die Interessen der Frauen ernst nehmen, dann sollten sie sich so verhalten, sodass die physische, spirituelle Leiden diese Frauen nicht erleiden müssen. Herzlichen Dank, Herr Casini, für 2 Minuten jetzt. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich möchte jetzt einmal wieder hier etwas Rationalität einführen. Und zwar gibt es doch hier eine Unterscheidung zwischen Mittel und Zweck.
ganz egal welche politische Kraft, ganz egal welche Partei, muss doch als ultimatives Ziel den Schutz des menschlichen Wesens haben, den Schutz der Würde aller menschlichen Wesen. Das ist sicher. Und wir alle sind uns einig, dass der Grundsatz der Gleichheit gilt. Also das ist auch sicher. Und deshalb gibt es keinen Zweifel daran, dass die Notwendigkeit anerkannt werden muss, dass alle Menschen geschützt werden, unabhängig von Alter, Gesundheit, Reichtum, also von der Empfängnis an. Also ich spreche als Jurist. Es gibt kein einziges Dokument, weder national noch international, in dem geschrieben steht, dass ein empfangendes Wesen kein menschliches Wesen ist. Also das steht nirgendwo. Und deshalb also müssen wir versuchen, wirklich alle Rechte der Frauen und die Rechte der Kinder zu schützen, wo das steht. Also ich denke, was das endgültige Ziel angeht, da gibt es keine Diskussion. Da sind wir uns alle gleich. Die Menschen müssen geschützt werden. Aber wenn es darum geht, wie man das schafft, also welche Mittel benutzen wir, um in ganz besonders komplexen Situationen hier das Endziel zu erreichen, da gibt es unterschiedliche Bewertungen. Und diese Bewertungen müssen auch den lokalen Bewertungen unterworfen werden, also dem Prinzip der Subsidiarität. Und ich denke, das ist auch die theoretische Grundlage. Also zunächst einmal eine Unterscheidung zwischen Mittel und Zweck und dann Schwangerschaft. Das ist natürlich etwas ganz Heikles und das ist etwas, was besonders komplex ist. Und es geht das Leben eines Kindes und das Leben einer Mutter. Und da ist es natürlich logisch, dass die Mittel, um dieses Leben zu schützen, nicht die gleichen sein können, die man einsetzt, wenn man Leben schützt, das bereits geboren ist. Das ist der erste Punkt. Und eine zweite wichtige Unterscheidung ist ein klarer Sprachgebrauch. Wir sind natürlich alle für die sexuelle und reproduktive Gesundheit, das ist klar. Aber wir können bei diesem Konzept jetzt nicht sagen, dass ein anderer gegen die Gesundheit und gegen das Leben ist. Also, man sagt jetzt nicht, dass Abtreibung jetzt hier Teil der reproduktiven und sexuellen Gesundheit ist. Thompson. Frau Thompson, bitte. Zack. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich freue mich sehr darüber, dass dieses Thema heute auf der Tagesordnung steht, denn die Gleichstellung zwischen den Geschlechtern, Freiheit und menschliche Würde sind die grundlegenden Werte der Union. Und dazu gehört auch das reproduktive Recht und das Recht auf sexuelle Gesundheit. In vielen Mitgliedstaaten ist es so, dass es immer mehr Teenager-Schwangerschaften gibt, denn dort funktionieren diese Rechte einfach nicht. Die Familienplanung und präventive Maßnahmen mit Blick auf ungewünschte Schwangerschaften fehlen da. Wenn die Frauen die Möglichkeit zur Abtreibung nicht mehr haben, dann haben sie auch nicht mehr das Recht auf Bestimmung über den eigenen Körper. Jetzt hören wir, dass die spanische Regierung das Abtreibungsrecht in ihrem Land 30 Jahre zurückwerfen möchte. Das ist eine besorgniserregende Entwicklung. Es bedeutet nämlich, dass die Frauen, die sich das leisten können, ins Ausland reisen werden, um dort Abtreibung vornehmen zu lassen, während die anderen da illegale Abtreibung vornehmen lassen werden. Das kann gesundheitsschädliche Auswirkungen haben, sogar Todesfälle. Das kennen wir von Jahrzehnten zuvor, was dann passiert. Ich verstehe nicht, weshalb da manche in Spanien so eifrig dabei sind, den Körper der Frau kontrollieren zu wollen. Warum konzentriert man sich nicht mehr auf die Männer, die Frauen in eine solche Situation bringen? Es gibt so viel Gewalt in Ehen, das wissen wir doch, da könnte man mal ansetzen. Wir sind doch eine Zivilisation, wir können uns nicht benehmen, als wären wir in Afghanistan. Der Kollege Szymanski, bitte. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordneten, das EP hat überhaupt keinen Grund, über das Thema Abtreibung ja oder nein in einem Mitgliedstaat zu deportieren. Das ist eine Verschwendung von Zeit und Geld. Aber da nun schon so viele bittere Worte Richtung Spanien geäußert werden, möchte ich auch noch etwas sagen. Das, was die Regierung Spaniens tut, verdient unseren Applaus. Das muss man wirklich, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Es ist doch wichtig, die Abtreibung zu verbieten. Das ist eine Barbarei. Man sollte sich schämen, abzutreiben, so wie die Sklaverei heute als eine Schande betrachtet wird. Die Europäische Kommission und an Kommissar Kallas habe ich zwei Fragen. Hat die Kommission denn das Recht, zu befinden über den Zugang zur Abtreibung in einem Mitgliedstaat? Und noch eine Frage. Denkt die Kommission, dass sie das Recht hat,
etwas zu sagen zur Sexualerziehung in den Schulen eines Mitgliedstaates? Bitte sagen, geben Sie eine richtige Antwort, nicht nur leeres Gerede. Herzlichen Dank. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, ich habe schon gesagt, also wir haben wirklich keine Zeit für blaue Karten. Also wir haben die Zeit schon sehr stark überzogen, deshalb haben wir keine Möglichkeit dafür. Der Kollege Senyshyn. Dziękuję, Pani Przewodnicząca. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Also eine Begrenzung der Abtreibung ist eine Gewalt gegen Frauen, es ist eine Diskriminierung gegenüber Männern, das ist auch ein Eingriff in ihre Freiheit und eine Nichtbeachtung ihrer Menschenwürde. In Spanien gibt es wieder die Anti-Abtreibungsrhetorik, da hat die Kirche auch eine große Akte dran. Und eigentlich hat auch Spanien ganz andere Probleme, zum Beispiel die Jugendarbeitslosigkeit. Der Verbot der Abtreibung ist ein Zeichen einer Diktatur. Denken wir nur an die Hitlerzeit oder an Franco, an die Franco-Zeit. Auch in Polen gibt es große Einschränkungen der Abtreibung. Das hat ganz schlimme Konsequenzen. Es gibt viele illegale Abtreibungen. Der Verbot der Abtreibung verhindert keine Abtreibung, sondern drängt die Frauen nur in den Untergrund. Diese Anti-Abtreibungsgesetze sind gefährlich für die Frauen und für ihre Gesundheit. Und das ist auch eine Diskriminierung aufgrund der Vermögensverhältnisse. Denn dieses Abtreibungsverbot beeinträchtigt vor allem die Rechte von armen Frauen. Es geht hier um die Rechte der Frauen und ich hoffe, dass Spanien nicht auf den Weg Polens einschwenkt. Und hier herzlichen Dank, der Kollege Cashman, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Ich habe den Auffassungen der anderen Seite des Parlaments zugehört. Ich respektiere auch Ihre Auffassung, unterstütze sie aber nicht. Ich denke, dass das geplante spanische Gesetz die Frauen diskriminiert. Also, wenn wir unsere Auffassungen nicht äußern dürfen, wenn wir also immer sagen, alles Solidarität, dann können wir auch gleich den Auswärtigen Ausschuss abschaffen. Die Europäische Union soll die Menschenrechte verteidigen und schützen. Und ich möchte das ganz deutlich sagen, der spanische Gesetzentwurf betrifft uns alle. Wenn Frauen in einem EU-Mitgliedstaat wie Spanien ihr grundlegendes Recht verwehrt wird, dann sind dadurch nicht nur die Frauen betroffen, die in dem Land leben, sondern auch andere Frauen. Alle Frauen, die in Spanien dort arbeiten, leben, studieren oder auch als Touristen dorthin gehen. Deshalb möchte ich Folgendes sagen. Also ich möchte die Generation der Frauen unterstützen, die für ihre Rechte gekämpft haben, Rechte auf Gleichheit, ihr Recht darauf, auf Selbstbestimmung über ihren Körper und sie setzen diesen Kampf auch fort. Wenn man Frauen ihr Recht aberkennt, dann ist das hier eine Zuständigkeit unseres Parlaments. Herzlichen Dank, die Kollegin Muniz. Vielen Dank, Frau Podimata. Wenn Sie Spanierin wären, würde Rajoy sagen, dass man da über ihren Körper zu bestimmen hätte. Es gibt hier die vielen Petitionen der Opposition, eine offene Diskussion zu diesem Gesetzesentwurf im Parlament zu führen, das so große Auswirkungen für die spanischen Frauen haben wird. Kein Richter, kein Arzt oder Psychiater darf so entscheiden über den Körper der Frau. Es geht hier um soziale, persönliche, familiäre Gründe. Das kann man nicht ändern, aber man kann die Form ändern, die Art und Weise ändern, wie die Abtreibung vorgenommen wird. Es gibt 120.000 Abtreibungen in Spanien jährlich und dieses neue Gesetz wird dann mehr zu illegalen Abtreibung führen. Das ist das, was die Auswirkung sein wird. Und das leugnet oder will die spanische Regierung nicht erkennen. Und eine bessere Aufklärung in den Schulen wird dann auch nicht stattfinden. Man muss also sicherstellen, dass man das Problem anders löst. Madame Beres. Herzlichen Dank, Frau Beres. Frau Beres. Danke, Frau Vorsitzende. Wir verlangen von der spanischen Regierung, dass sie von ihrem Gesetzesentwurf abkommt gegen Abtreibung. Das ist ein Gesetzestext, der vor allem
den schwächsten Frauen schaden wird. Und das wird dazu führen, dass diese Frauen in den Untergrund gedrängt werden. Diese Frauen sind dort Gefahren ausgesetzt. Den Frauen, die viel Geld haben, schadet das nicht, denn die können anderswo nach einer Lösung suchen. Das erinnert uns an die dunkelsten Stunden der Geschichte der Frauen, der Geschichte Europas. Denn wenn man den Frauen schadet, dann schadet man auch Europa. Dann werden die Grundfesten der Demokratie beeinträchtigt. Und wenn Herr Rajoy sich nicht vom EP beeindrucken lässt, dann schauen Sie sich doch mal die Studien der Weltgesundheitsorganisation an. Da können Sie nachlesen, dass ein Verbot der Abtreibung die Abtreibung selber nicht aufhält. Hier geht es nicht um Rajoy. Wir sollten uns hier eher mal an Simone Weil erinnern. Die sagte schon vor 40 Jahren, man kann illegale Abtreibungen nicht verhindern. Und daran sollte sich Herr Rajoy orientieren. Spanien ist ein Land, das uns am Herzen liegt. Mit Spanien wollen wir gerne zusammenarbeiten. Das ist das Spanien Felipe González, das uns am Herzen liegt. Der hat uns mit dem Maastricht-Vertrag ein ganzes Kapitel beschert zur europäischen Bürgerschaft. Und an diesen europäischen Geist sollten wir anknüpfen. Merci, Madame Beres. Herzlichen Dank, Frau Beres. Werte Kollegen, ich verstehe, dass es ein sehr heikles Thema ist. Ich teile Ihr Empfinden auch, aber wir müssen doch versuchen, die Zeit einzuhalten. Darum möchte ich Sie bitten. Herr Cofferati als Nächster, bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Herr Kommissar, wenn man ein Grundrecht in Frage stellt, wie das Recht auf Selbstbestimmung bei den Frauen, dann begeht man einen wirklich schwerwiegenden, inakzeptablen Akt, unabhängig von dem Land, in dem diese Tatsache stattfindet. Und wir haben es jetzt hier mit einem Versuch zu tun, der nicht zurückzuführen ist auf die Logik der Subsidiarität. Ich sage Folgendes, wir wissen, oder es steht hier geschrieben, wir wissen, dass wir etwas getan haben, was in den letzten Jahrzehnten nichts passiert ist. Wir haben hier ein erstes Gesetz verfasst, was die Mehrheit widerspiegelt. Wir sind zuversichtlich, dass diese Initiative angenommen wird, auch von anderen Parlamenten in anderen Mitgliedstaaten. Das sind die Werte von Alberto Ruiz Galadon, der spanische Minister, der dieses Gesetz vorangetrieben hat. Und er hat das gesagt in einem Interview mit der Zeitung ABC. Wir haben es also hier nicht mit einem Versuch zu tun, einen Rückschritt vorzunehmen, der nur in Spanien gilt, sondern wir haben es mit einer Meinung zu tun, die Gefahr läuft, jetzt hier zu einem ideologischen Akt zu werden, der ganz Europa erfassen wird. Ich denke, dass die Kommission Europa vor dieser Gefahr schützen muss. Herzlichen Dank, Herr Cofferati. Dann kommen wir jetzt zum Catch-the-Eye-Verfahren. Wir haben sehr viele Wortmeldungen. Ich bin gezwungen, nur 5 Rednern das Wort zu geben, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Zunächst einmal möchte ich Herrn Mikulaschik bitten zu sprechen. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Der Wille des Europäischen Parlaments wurde zweimal ausgedrückt. Einmal wurde der skandalöse Bericht Estrela abgelehnt. Die Gesetzgebung im Gesundheitswesen fällt gemäß der Verträge über die EU ausschließlich unter die Kompetenzen der Mitgliedstaaten. Es gibt ja auch die Entscheidung des EuGH vom Jahr 2011, der Gerichtshof äußerte sich zu Experimenten an Embryonen und der Gerichtshof sagte, mit der Empfängnis fängt das Leben an. Ich kann das als Arzt nur unterstützen. Bei der Schwangerschaft geht es nicht nur um die Rechte der Frauen, sondern auch um die Rechte des nicht geborenen Kindes. Dieses Kind hat volle Rechte, wie zum Beispiel Erbrechte. Das ist interessant, aber hat offensichtlich kein Recht, geboren zu werden. Und die Linke kämpft hier konsequent für die Zerstörung von Lebewesen. Dankeschön. Irigoyen. Gracias, Presidenta. Ja, vielen Dank. Das Reform dieses Gesetzes ist ein Angriff auf die Rechte und die Grundfreiheiten der Frau. 53% der Bevölkerung machen sie immerhin aus. Die Entscheidung, Mutter zu werden, obliegt den Frauen. Und wenn man da eingreift, gibt es keine Gleichstellung mehr. Niemand darf diese Rechte einschränken. Würde, Respekt und Freiheit, das muss für andere gelten. Und ich möchte sagen, diejenigen, die dagegen vorgehen, respektieren letztendlich die Rechte der Frau nicht.
Eine solche reaktionäre Reform können wir nicht akzeptieren. Wir müssen Ja sagen zur Freiheit, zum Recht, selbst zu entscheiden. Weniger Zynismus wäre hier an der Tagesordnung und mehr Grundrechte. Wir müssen hier sehr wachsam sein, damit die Rechte und Werte der Union auch eingehalten werden. Denn ich möchte daran erinnern, dass kein Recht isoliert dasteht. Alles sind Grundrechte. Berger. Herzlichen Dank, Frau Berger. Merci, Madame la Présidente. Danke, Frau Vorsitzende. In der EU gibt es nur drei Mitgliedstaaten, die Abtreibung sehr restriktiv regeln. Also in Irland ist man ein ganz kleines bisschen voranzukommen, in Polen schreitet man eher zurück. Der Vorschlag der spanischen Regierung würde die Frauen 30 Jahre zurückwerfen. Die Einschränkung des Abtreibungsrechts führt nicht dazu, dass weniger Abtreibungen vorgenommen werden. Das führt einfach nur dazu, dass Frauen, die es sich nicht leisten können, im Untergrund abtreiben lassen und ihre Gesundheit damit gefährden. Das Verbot der Abtreibung ist Gewalt gegen Frauen. Frauen sollten das Recht haben, über ihren Körper zu verfügen. Niemand wird gezwungen, abzutreiben. Niemand sollte aber auch das Recht haben, seine religiösen Überzeugungen anderen aufzudrängen. Das Lobbying von reaktionären Interessengruppen ist unwürdig unserer Demokratien. Wir kennen diese Ideologie, wir wissen aber auch, was man unter dem Respekt der Frauenrechte zu verstehen hat. Und wenn wir die Frauenrechte zurückdrängen, dann drängen wir die Rechte der gesamten Gesellschaft zurück. Herzlichen Dank, Frau Berger. Jetzt der Kollege Jobro. Frau Vorsitzende, bitte mit Mikrofon. Also man soll hier nicht die Menschenrechte mit Füßen treten. Demokratische Länder haben das Recht, selber zu entscheiden. Die EU sollte hier keine moralischen Überzeugungen anderen aufdrängen. Das kann man nicht hinnehmen. Das wäre eine Barbarei. Wir sollten nicht vergessen, dass diese Diskussion vielleicht auch die Anti-EU-Stimmung beflügeln werden. Viele Bürger der EU wollen die Union, aber die wollen eine Union, die die Eigenheiten eines jeden Mitgliedstaates berücksichtigt und damit eben auch die moralischen Überzeugungen jeden Mitgliedstaat. Wir sollten hier nicht externe Überzeugungen anderen Ländern aufdrücken. Das hat ja auch mit ganz persönlichen Überzeugungen zu tun, mit der Weltanschauung. Das sind nicht nur sehr emotionale Debatten, und wenn wir das fortführen, dann kann sich das gegen die Union umkehren. Herzlichen Dank, Kollegin Hitt. Sexuelle und reproduktive Rechte ist ein Bereich, wo die Kommission sich nicht sonderlich geäußert hat. Eigentlich hat es kaum Äußerungen dazu gegeben in den letzten 10 Jahren, in denen ich im Parlament gewesen bin. Das ist natürlich ein heikles Thema und spaltet unseren Kontinent und unsere Fraktionen. Aber die europäischen Bürger haben hier ein ureigenes Interesse daran, dass ganz Europa die sexuellen und reproduktiven Rechte garantiert. Schlechter Zugang zur Information kann zur Verbreitung von Krankheiten führen, die an den Grenzen auch nicht Halt machen. Das haben wir im Zusammenhang mit Homosexualität auch schon gehört. In den Büchern der schwedischen Bibliotheken standen die Bücher zur Homosexualität lange Zeit neben denen zu Pädophilie. Die Rechten in Europa erfahren jetzt, dass sie große Unterstützung haben. Es ist aber sehr erschreckend zu sehen, mit welcher Durchschlagskraft die Lobbyisten vorgehen konnten bei dem Istrella-Bericht. Wir müssen für die Menschenrechte einstehen, gerade dann, wenn dunkle Wolken am Horizont aufziehen. Es hat hier sehr viel Fortschritte gegeben, aber wenn man von der Dunkelheit in das Licht oder umgekehrt wie in Spanien geht, dann muss man reagieren. Gracias, señora Presidente. Parece que todo este... Dankeschön. Diese ganze Aussprache oder diese Debatte zu dem spanischen Gesetz könnte man auch auf Spanisch vornehmen. Naja, es scheint so, als ob die Sozialisten jetzt hier nur auf diese Frage eingehen.
Das Leben beginnt mit der Empfängnis. Damit muss man erstmal anfangen. Deswegen gehört diese Diskussion eigentlich nicht hier ins Parlament, sondern eher nach Spanien. Eine ganz klare Botschaft an die spanischen Bürger: voran damit und es lebe Spanien. Thank you very much, Mr. Steer. Herzlichen Dank, Herr Steer. Werte Kollegen, bevor wir jetzt Kommissar Kallas das Wort erteilen, möchte ich an Folgendes erinnern. Diejenigen, die nicht die Gelegenheit hatten, zu Wort zu kommen, können gemäß der Geschäftsordnung eine schriftliche Erklärung von nicht mehr als 200 Worten einreichen. Diese Erklärung wird dem Protokoll der Debatte beigefügt. Kommissar Kallas, bitte sehr. Madame Präsident. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, herzlichen Dank für Ihre Bemerkungen und Ausführungen zu diesem sehr heiklen Thema. Die Kommission wurde gebeten, eine Erklärung in dieser Plenartagung abzugeben. Es gibt kein Diskussionsdokument. Ich kann jedoch schon einige Punkte hier ausführen. Natürlich erkennt die Kommission an, dass jeder Mensch das Grundrecht besitzt des Zugangs zu hochwertiger medizinischer Versorgung. Aber wir wissen auch, dass die Verträge der Europäischen Union in diesem Bereich nur begrenzte Kompetenzen gegeben haben. Die Verträge sagen, dass die Definition der Gesundheitspolitik und die Organisation und die Durchführung von medizinischer Betreuung und Versorgung im Zuständigkeitsbereich der einzelnen Mitgliedstaaten liegt. Eine Verantwortung auf der Ebene der Europäischen Union besteht nur in einem gewissen Sinne. Wir erkennen die Tatsache an, dass es Unterschiede gibt bei den nationalen Vorschriften in diesem sehr sensitiven Bereich, insbesondere was die Abtreibung angeht. Ich möchte jetzt auf einige konkrete Fragen eingehen. Gemäß des Vertrags der Europäischen Union und Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union hat die Europäische Union keine Zuständigkeiten in puncto Abtreibungspolitik. Deshalb kann die EU sich nicht einmischen in die Politik der Mitgliedstaaten in diesem Bereich. Sexuelle Erziehung, das ist auch die Kompetenz der Mitgliedstaaten. Die EU kann den Austausch bewährter Verfahren fördern, das tun wir auch. Aber natürlich kann ich auch sagen, dass die Kommission sicherlich sich dafür einsetzen wird, jede Form der Diskriminierung im Gesundheitsbereich abzuschaffen, gemeinsam mit dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten. Herzlichen Dank. Thank you very much, Commissar. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Damit ist diese Aussprache abgeschlossen, werte Kolleginnen und Kollegen. Und wir kommen jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Dabei geht es um eine Anfrage zur mündlichen Beantwortung an die Kommission. Das Thema ist die Anerkennung ökologischer Schäden im EU-Recht und im Völkerrecht. Es ist eine mündliche Frage, die von drei Ausschüssen eingereicht wurde: Umweltausschuss, Verkehrsausschuss und Fischereiausschuss. Zunächst einmal möchte ich der Kollegin Lepage das Wort erteilen vom Umweltausschuss. La Présidente. Frau Vorsitzende, die Frage von Umweltschäden ist natürlich ein ganz anderes Thema als das, das uns gerade beschäftigt hat. Aber es ist ein sehr wichtiges Thema. Aufgrund der Unumkehrbarkeit denken wir nur an das Aussterben von Arten. Und das hat natürlich auch mit den hohen Kosten von Umweltschäden zu tun. Denken wir mal daran, dass 23 Milliarden der Wert der Natur beziffert wird. Das ist die Hälfte des globalen BIPs. Darum ist es wichtig, dass Umweltschäden anerkannt werden, aber einige Kategorien werden ausgenommen, zum Beispiel die direkten Umweltschäden aufgrund von Katastrophen durch Ölverschmutzung. Das ERIKA-3-Paket behandelt nicht diesen Aspekt der Entschädigung. Die Einrichtung eines Zusatzfonds im Jahr 2003 hat dazu geführt, dass ein Projekt der Anerkennung von Umweltschäden nicht berücksichtigt wurde, die durch diesen Fonds ausgeschüttet werden. Und darum ist es so, dass es in unserem Recht die Möglichkeit gibt, die Umweltschäden auf Gemeinschaftsebene zu entschädigen.
Der Exxon-Valdez-Fall hat zur Anerkennung der Umweltschäden geführt und der EuGH hat das ebenfalls so festgestellt im Fall Tatar Rumänien. Wir haben außerdem das Verursacherprinzip. Denken wir nur an den Fall Erika. Und bei diesem letzten Fall, hier habe ich die französischen Gemeinden vertreten, hat das französische Kassationsgericht den reinen Umweltschaden als Kategorie anerkannt. Das heißt, wir haben jetzt alles zusammen, um voranzukommen beim Gemeinschaftsrecht. Das genau ist meine Frage an die Kommission. Erwägen Sie eine Überprüfung oder setzen Sie sich für eine Überprüfung des internationalen Übereinkommens für die zivilrechtliche Haftung für Ölverschmutzungsschäden ein und wollen Sie bei IOPC vorankommen? Das heißt, werden Sie auf der internationalen Bühne sich dafür einsetzen und werden Sie Ihre Haltung überdenken, einen Zusatzfonds zu IOPC einzurichten, um Umweltschäden zu entschädigen? Herzlichen Dank, Frau Lepage. Die Kollegin Frau Meissner. Danke, Frau Präsidentin. Ja, meine Damen und Herren, vielleicht wundern Sie sich, dass bei Umweltschäden jetzt der Transportausschuss auch mit federführend dabei ist bei dieser Frage. Aber es geht ja in diesem Fall um Umweltschäden im Meer, und zwar verursacht durch ein Tankerunglück. Auslösung war tatsächlich dieser Unfall, die Havarie des Öltankers Erika, und mit großem ökologischem Schaden im Meer. Und daraufhin gab es ja auch das Erika-3-Paket von der Kommission. Vollkommen richtig. Aber da sind halt Umweltschäden direkt im Wasser verursacht durch Öltanker nicht mit aufgenommen. Und das ist genau das, was uns jetzt bewegt. Wir wollen gerne, und das ist auch mit einer Kompetenz des Verkehrsausschusses, in der integrierten Meerespolitik ein sauberes Wasser haben. Wir wollen natürlich aber auch Schiffsverkehr ermöglichen. Wir haben jetzt zwar schon beschlossen, als Präventionsmaßnahme, dass alle Tanker in Zukunft doppelwendig fahren müssen. Das heißt, solche Ölunfälle werden hoffentlich kaum noch